Ja, hallo zusammen. Jetzt haben wir ja in den vorangegangenen Videos ganz viele spezielle Matrizen kennengelernt und jetzt müssen wir endlich auch mal mit dem Rechnen anfangen. Und da geht es jetzt ganz einfach los mit der Addition von Matrizen. Und die funktioniert glücklicherweise genauso wie die Addition von Vektoren, nämlich komponentenweise. Ja, ich schreibe das mal kurz auf. Das funktioniert komponentenweise. Und da können wir jetzt direkt mal wieder ein Beispiel rechnen. Nehmen wir mal die Matrix 2, 0, 4, 1, 5, 1 und addieren dazu die Matrix 1, 2, 3, 3, minus 6, 1. Ja, und komponentenweise heißt jetzt, ich gucke mir an, was steht in der ersten Zeile und der ersten Spalte von den beiden Matrizen, die ich addiere jeweils. Hier eine 2 und hier eine 1 und dann muss ich das addieren. Also 2 plus 1. Er gibt dann den Eintrag in der ersten Zeile und ersten Spalte von der neuen Matrix, vom Ergebnis. Ja, dann geht das so weiter. Dann müssen wir als nächstes in der ersten Zeile, zweiten Spalte die 0 plus die 2 addieren. Dann in der ersten Zeile, dritte Spalte die 4 plus die 3. Dann die zweite Zeile, erste Spalte 1 plus 3. Dann zweite Zeile, zweite Spalte 5 plus minus 6. Und schließlich haben wir noch 1 plus 1 in der zweiten Zeile, dritten Spalte da stehen. Ja, und so bekommen wir jetzt die neue Matrix. Jetzt müssen wir nur noch die Zahlen da ausrechnen und kriegen als Ergebnis 3, 2, 7, 4, minus 1, 2. Ja, was man da jetzt noch bemerken vielleicht ist, dass es nur funktioniert, wenn die beiden Matrizen dasselbe Format jeweils haben. Ja, wenn jetzt die zweite Matrix zum Beispiel eine Zeile mehr hätte als die erste Matrix, dann kann man natürlich nicht so komponentenweise addieren und deswegen müssen wir da immer drauf achten. Das schreiben wir mal noch kurz dabei. Also Achtung. Das Format von den beiden Matrizen muss übereinstimmen. Ja, das Format hatten wir ja kennengelernt. Das war die Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Spalten. Das nannte man das Format. Also hier in beiden Fällen haben wir zwei Zeilen und drei Spalten. Das stimmt bei beiden Matrizen überein, deswegen können wir addieren. Wenn das nicht übereinstimmt, funktioniert es nicht. Ja, und die Addition von Vektoren war ja hiervon jetzt ein Spezialfall. Da hatten wir nämlich eine Matrix mit nur einer Spalte, beziehungsweise nur einer Zeile, war ja ein Spalten- oder ein Zeilenvektor. Und die Rechenregel funktioniert da genauso. Ja, also die Addition von Vektoren ist ein Spezialfall von der Addition von Matrizen. Ja, das war's auch schon. So einfach funktioniert die Addition von Matrizen. Bis bald!